wieder 2 Achsen, wovon die vordere quer verschieblich ist. Und hinten noch ein Schleppdrehgestell, auch wieder mit 2 Achsen. Dementsprechend ungelenkig ist sie. Und ja, sie ist, wenn ich mich richtig erinnere, knappe 6,5 Meter lang. Plus minus 0,3 Meter, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwie sowas in der Richtung. Ist 6,7 Tonnen schwer. Und ja, hat dann 3 Lichtspitzensignale wie üblich. Ein A-Signal, also mit dem einzelnen Licht oben. Das V-Signal wäre mit dem einzelnen Licht unten. Sie hat nur auf der rechten Seite eine Einstiegstür, was natürlich ein kleiner Nachteil ist, wenn man an Schweizer Südburg denkt, wo die fahrende Person, also der Triebfahrzeugführer bzw. die Triebfahrzeugführerin, auf der linken Seite raus müsste. Aber das ist eh sehr selten. Und ja, sie hat keine Rücklichter, soweit ich weiß, weil sie halt hinten, ich zeig das mal, ich hoffe man sieht's. Hinten fällt sie eben so schräg ab. Sie ist quasi nur so als Beschreibung für alle, die es nicht sehen können. Sie geht vorne gerade hoch auf ungefähr die halbe Höhe von der gesamten Lok. Dann geht es nach hinten, da ist der Motor drunter. Dann geht es nochmal gerade hoch zum Führerhaus. Das hat so einen Vorsprung auf allen Seiten, einen Dachvorsprung sozusagen. Und hinterm Führerhaus geht erst gerade runter, so hoch wie vorne. Und dann geht es schräg nach hinten, fällt die Lok ab. Ungefähr auf 20 cm oberhalb der Bahnsteighöhe fällt es dann eben ab. Und deswegen haben wir einfach keine Rücklichterplatz. Und ja, ist halt ein bisschen strange, aber es ist so. Der Scheibenwischer ist auch ein bisschen eigenartig. Der ist nämlich oben in der Mitte angebracht und dreht sich deswegen so im Halbkreis. Das heißt, ganz oben in der Mitte der Scheibe ist der Drehpunkt sozusagen. Und er dreht sich da immer drumherum, von links oben nach rechts oben und wieder zurück. Es ist ein bisschen eigenartig. Sie hätte genauso wie die anderen Dieselloks mal mit Pflanzenöl fahren sollen vom Restaurant Lüftburg, aber dazu kam es dann nicht, weil das Pflanzenöl die Motoren geschädigt hat. Und ja, ist jetzt übrigens gerade im Zug der letzten Runde, also vielleicht sind wir ein bisschen schneller unterwegs, kann ich bis zum Turm mitnehmen. Und ja. Da bebt nämlich die ganze Maschine. Das kann man nur leider auf dem Video schlecht zeigen, dass sie bebt, weil so genau ist meine Handykamera leider nicht. Aber man spürt sogar im Waggon. Ja. Am Hauptbahnhof hat man wegen dieser Lok noch eine zweite Schiene innerhalb von einer anderen Schiene anmontieren müssen, weil sie eben zur Seite hängt ein bisschen und sonst am Bahnsteig angekommen wäre. Übrigens, wenn irgendjemand Fragen zu Ausdrücken oder so hat oder ja, generell irgendwelche Fragen, bitte in die Kommentare oder per privater Nachricht. Da schaue ich immer mal wieder rein, also es kann länger dauern bei den privaten Nachrichten. Wenn es was Dringendes und nicht ganz so Privates ist, dann bitte einfach per Kommentar, aber wenn es irgendwas Privates ist, unbedingt per private Nachricht, weil ich werde Kommentare, die irgendwie nur privat sind, entweder per private Nachricht beantworten oder wenn es mir ein bisschen unangenehm ist, dass das als Kommentar geschrieben wurde, werde ich sie entfernen. Ankündigungslos. Private Nachrichten könnt ihr mir schreiben, indem ihr auf meine Kanalinfo geht und dann auch private Nachricht senden. Oder irgendwie so heißt es, ich weiß es nicht ganz genau. Weil, ja, ich weiß nicht, wie bei euch die Buttons heißen. Drüben ist eben der Kohlebunker und das Leutewerk ist auch da in der Gegend. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt einfangen kann. Den Wasserkran kriege ich wahrscheinlich drauf. Ich drehe mal das Handy so ein bisschen. Vielleicht seht ihr das Leutewerk oder den Wasserkran. So, vielleicht habt ihr es gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es erwischt habe. Aber ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Tipps bitte auch in die Kommentare. Also Tipps, Anregungen, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet.
Und übrigens, mir fehlen, aktueller Stand, nur noch 2 Abonnenten, dann habe ich meine 20. Und dann werde ich auch ein neues Special machen. Und je nachdem, was sie da mir dann sagt, was ich machen soll, werde ich das machen, was am meisten Stimmen bekommen hat. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Na, wir sind ja in der Demokratie, also ja. Wenn ich jetzt natürlich nur 2 Vorschläge kriege, ein bisschen grundverschieden, werde ich mir den aussuchen, der mir am besten gefällt. Logisch. Aber wenn ich jetzt 2 Vorschläge habe und einer schließt sich noch dem an, dann werde ich wahrscheinlich den nehmen, wo sich die Person noch anschließt, weil ich will ja auch, dass euch meine Videos gefallen. Also. Ja. Aufrufe werde ich bei 5000 wieder ein Special machen. Könnt ihr euch auch schon mal überlegen, was ihr denn haben wollt. Das kann eigentlich immer lang dauern. Wenn mein Kanal ungefähr 1 Jahr alt ist, werde ich sowieso ein Special machen. Nur genau dann werde ich weg sein, also da bin ich dann gerade nicht daheim. Aber ich werde es dann irgendwann in dem Rahmen hochladen, vielleicht ein bisschen danach oder so. Irgendwie wird sich das schon ergeben, oder wenn ich mal wo WLAN habe, kann ich es über das Handy uploaden, wenn es kürzer ist. Wochen nicht mehr Wiens Bürgermeister, sondern das ist der Michael Ludwig. Aber das Michael passt trotzdem noch, also. Ziemlich wenige Umdrehungen, aber ja. Vielleicht ist das Absicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Schreiben, was, also von was für einer S-Bahn-Strecke oder so ich mal ein Video machen soll, weil es gibt ja zur S-Bahn-Stammstrecke und so gibt es ja auch Artikel auf Wikipedia und so, also wozu ihr gerne mal ein Video hättet oder eine Mitfahrt oder so,
halt vielleicht irgendwas in der Wiener Umgebung oder auf der Mariazellerbahn. Wenn er mir das jetzt sagt, dann werde ich mir einen entsprechenden Termin raussuchen, wo ich kann, und werde da dann was aufnehmen. Die ist jetzt ja auch nicht so weit weg, aber eher Wien ist gescheiter. Stadtbahn Waldhofen, wenn ihr es wollt, kann ich da auch mal was aufnehmen. Da bin ich eh immer mal wieder da in der Gegend, also das wäre das kleinste Ding. Schade, dass man die Abgaswolke nicht aufnehmen kann. Die hat mir jetzt nämlich sogar gespürt, von der Temperatur her. Man ist gerade ziemlich schnell weggefahren und hat den Motor durchaus hoch drehen lassen. Deswegen kam es halt zu einer heftigen Abgaswolke. Vielleicht ist sie ein bisschen drauf, ich weiß es nicht. Genau, hier der Übergang, der gerade war und der kommende, die sind kritisch. Das sind nämlich die Aus- bzw. Einfahrt vom Parkplatz vom Restaurant Luftburg. Das ist da auf der anderen Seite, das habe ich jetzt nicht aufgenommen, da wäre nämlich sowieso nur der Gastgarten. Und das wäre vermutlich nicht ganz DSGVO-konform.
Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Eine Runde braucht normalerweise 20 Minuten. Er hat es in 12 Minuten geschafft, also ja. Ach und übrigens, ich habe noch so ein Rätsel für euch. Schreibt mir die Antwort, wenn ihr sie wisst, in die Kommentare. Das Rätsel lautet folgendermaßen. Welcher bzw. wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Jetzt stehen wir gerade bei Stadion. Ja, mich hat nur gerade der Triebfahrzeugführer angesprochen. Boah, hey, den Sound, den musstet ihr euch gerade einfach nochmal geben. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, mich hat eben der Triebfahrzeugführer angesprochen. Deswegen war auch kurz das Bild wahrscheinlich weg. Weil ich da einfach vergessen habe, dass ich das Handy in der Hand habe. Tut mir leid, kann passieren.
Aber ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Vorschläge und sowas bitte gerne in die Kommentare. Und ja, nochmal Schienen aufnehmen. Nee. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß noch beim Anschauen meiner weiteren Videos. Lasst gern ein Abo da. Ich würde mich darüber freuen. Wie gesagt, bei 20 Abos oder bei 21, dann macht es nämlich auch nichts, wenn einer weggeht. Dann werde ich das 20-Abo-Special hochladen. Überlegt euch mal, was das sein soll. Und nicht nur überlegen, sondern in die Kommentare schreiben. Oder per privater Nachricht, wenn es irgendein Wunsch ist, den ihr nicht öffentlich äußern wollt oder so. Keine Sorge, ich werde niemanden für irgendwas verprügeln, also oder sowas. Und ja, euch braucht das nicht unangenehm zu sein, euch bei mir irgendwas zu wünschen oder so. Das ist das kleinste Problem.